method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. Why we the metaphors, we over minds, they pass. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute soll es mal um Naruto und Sasuke gehen, nämlich schon die Thematik, dass die ja anscheinend zu schwach sind. Das kennen wir ja wahrscheinlich von Twitter, YouTube, Kommentaren oder was weiß ich wo. Immer wird von irgendwo oder irgendwem rumgeheult, dass Naruto und Sasuke ja viel zu schwach dargestellt werden. Die zeigen nicht alles, was sie können. Die gehen nicht all out gegen jemanden oder jetzt gerade auf den aktuellen Manga-Stand gehen die auch nicht all out oder so. Die können doch viel mehr machen, warum machen die das nicht? Und ja, dazu erstmal, bevor ich darauf richtig eingehe, es wird ein Manga-bezogenes Video, deswegen an alle, die den Manga nicht lesen oder nicht gespoilert werden wollen oder keine Ahnung was, die nichts mit dem Manga am Hut haben, die nur auf Anime-Stand sind, ihr solltet am besten abschalten, weil ansonsten werdet ihr hier ein paar Plotpunkte erfahren aus dem Manga, so. Deswegen, ja, die Warnung ist raus, deswegen mache ich einfach mal weiter. Wir haben ja im Moment zum Beispiel das Szenario, dass Naruto, Sasuke und Boruto gegen Ishiki kämpfen. Gegen Ishiki, der tausende Level über einem Jigen ist und Jigen konnte Naruto und Sasuke schon fertig machen. Und jetzt, warum kämpfen die wieder gegen ihn und warum gehen die nicht all out, um zu versuchen, ihn zu besiegen? So, das ist das, was sich die meisten fragen und dadurch denken die meisten auch, dass sie einfach schwächer dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Weil die halt einfach nicht so kämpfen, wie man es gewohnt ist von anderen Kämpfen und sowas. Deswegen wirken die halt schwächer. Das Problem ist nur, also die sind nicht schwächer geworden. Es sieht halt nur so aus, weil die nicht all out gehen wollen und auch nicht all out gehen dürfen. Weil die ganz genau wissen, dass sie gegen Ishiki nichts machen können. Ishiki ist ein viel zu starker Charakter. Auf das Thema werde ich auch noch gleich eingehen, warum es denn so starke Charaktere gibt. So. Weil das ist auch etwas, wo viele irgendwie komisch drauf sind, sage ich mal. Wir wissen, was das Ziel von Ishiki ist, zumindest grob, also was sein momentaner Schritt für Ziel ist, nämlich Kawaki zu holen. Und um Kawaki zu holen, muss er erstmal Naruto, Sasuke und Boruto vorbeikommen, weil wenn er jetzt einfach wieder zurück zur normalen Welt, sag ich mal, gehen würde, würde mindestens Boruto ihm verfolgen, Sasuke und Naruto wahrscheinlich ebenfalls. Deswegen, er muss die beiden hier wegklatschen, weil ansonsten würde er es nicht machen. Allerdings, ist er halt schon so mächtig, dass Naruto und Sasuke genau wissen, yo, wir haben keine Chance gegen ihn. Warum kämpfen die dann trotzdem so richtig gegen ihn? Nämlich, um Zeit rauszuholen. Die wollen gerade einfach nur Zeit rausholen. Das Ziel ist es, Kawaki zu holen. Aber das einzige Problem, was Ishiki gerade hat, und sein einziger Nachteil gerade, ist sein Zeitlimit. Weil sein Körper nicht perfekt für eine Reinkarnation war, also der Körper von Jigen war nicht perfekt für die Reinkarnation von Ishiki, und genau dadurch kann er nicht so lange in dieser Form bleiben. Er kann nicht mehr lange Ishiki bleiben, ohne ein neues Gefäß oder ein neues Karma weiterzugeben. Weil es gibt kein Karma mehr von ihm, und wenn er jetzt stirbt, dann ist er weg, dann ist er endgültig tot und es ist fertig. Zum Beispiel ein Momoshiki, du kannst ja Momoshiki killen wie du willst, solange ein Karma noch irgendwo ist, jetzt zum Beispiel bei Boruto, würde er nicht komplett tot sein, weil er einfach wiederkommen würde. Aber das hat ja Ishiki nicht, deswegen muss man einfach gerade nur warten, bis er stirbt. Und die Sache war, dass Ishiki noch ein paar Tage Zeit hatte. Ich glaube, er hatte selber behauptet, dass er so roundabout 3 Tage hat, 2 Tage, 3 Tage, ich bin mir gerade selber unsicher, aber auf jeden Fall keine allzu lange Zeit, was aber in dem Sinne schon eine lange Zeit ist. Die müssen die Zeit halt rausschöpfen, so. Und man kann die Zeit nicht ausschöpfen, wenn man direkt all out geht, in einem Kampf, der sinnlos ist, all out zu gehen, weil du genau weißt, dass du verloren hast. Das ist wie, als würde ich dir sagen, yo, guck mal ganz Naruto, mit Filler, mit alles, und dann noch Boruto hinterher und lies danach noch den Manga dazu, macht das alles innerhalb von 24 Stunden. Das ist halt eine komplette unmögliche Sache. Und deswegen sollte man auch nicht versuchen, das zu machen. Und dieses Szenario haben halt Naruto und Sasuke gerade. Es macht keinen Sinn, all out zu gehen, weil es zu nichts führt. Es wäre einfach nur eine Energieverschwendung. Aber wenn die Energie sparen, haben die mehr Zeit zum Kämpfen und mehr Zeit dafür, Ishiki aufzuhalten, damit er nicht an Kawaki rankommt, weil die müssen einfach nur Zeit aus ihm rausschöpfen und das ohne All Out zu gehen und sowas, die müssen ihn einfach nur auf Trab halten. Naruto ist dafür natürlich ziemlich gut, weil sein Chakra ist gefühlt unendlich. Bei Sasuke sieht es da schon eher schlechter aus, er wäre schon fast draufgegangen, wenn da Boruto nicht dazugekommen. Und dann kommt noch Boruto, der jetzt momentan gefühlt ein wandelndes Schutzschild ist. So. Deswegen momentan sieht alles gut dafür aus, dass man die Zeit rausschöpft und Naruto und Sasuke machen in der Hinsicht alles richtig. Die sind nicht schwach, die sind krank. Wie krank die sind, haben wir zum Beispiel auch gegen einen Momoshiki gesehen. Ein Momoshiki ist über Kaguya-Level gewesen,
was aber mehr auch an seinen Fähigkeiten und sowas liegt. Aber trotzdem konnten ein Naruto und Sasuke ihn mit Taijutsu bekämpfen hauptsächlich, also hauptsächlich Taijutsu. Natürlich noch Rinnegan-Sachen so, aber halt ohne Ninjutsu, die Momoshiki absorbieren konnte. Also ohne richtige Ninjutsus haben die einen Momoshiki halbwegs besiegen können, so. Das heißt, sie sind auf einem kranken Level. Ne Delta hatte Naruto auch locker platt gemacht. Nur konnte er nicht da all out gehen oder hat von Anfang an alles gegeben, weil er erstmal ein bisschen strategisch vorgegangen ist. Naruto hat sich am Anfang zum Beispiel extra schwach gestellt, damit Delta, sag ich mal, in eine Falle reinläuft, in der Naruto sie one-hitten kann. Und danach hat er erst gecheckt, okay, wie konnte ich, dass sie alle Jutsus absorbieren kann? Ich schaue einfach das Rasengan so groß rein, dass sie alles nicht mehr absorbieren kann und daran kaputt geht. So, das kam ja danach. Und selbst da ist er halt nicht all-out gegangen, weil würde er all-out gehen, würde er wirklich alles geben, was er kann und hat und so, würde er wohl alles um sich herum kaputt machen und würde damit das Dorf gefährden und keine Ahnung was, Himawari war noch in der Nähe und so, beziehungsweise Boruto und Kawaki auch, und das wäre einfach nur schief gegangen. Das kann Naruto nicht machen in solchen Momenten. Deswegen geht er auch in solchen Kämpfen nicht all-out. Und die Kämpfe, die wir im Boruto von Sasuke hatten, waren jetzt auch keine Kämpfe, wo er richtig all-out gehen konnte, weil, wie gesagt, erstens gegen Momoshiki konnte er halt seine ganzen Ninjutsus, also seine normalen Ninjutsus alle nicht einsetzen, weil die absorbiert werden. Ishiki kann die auch alle auskontern. Und gegen Kenshiki war er viel zu geschwächt, um da richtig was kämpfen zu können, zumal dass dann noch Momoshiki dabei war und er den Kampf nicht machen musste. Deswegen, wir haben noch keinen richtigen Kampf gehabt, wo beide richtig All-Out gehen konnten und einen guten Grund dafür hatten, All-Out zu gehen. Deswegen kann man vielleicht dadurch denken, dass sie zu schwach wirken, aber es sieht nur so aus, sage ich mal, weil die halt einfach nicht alles geben, weil die noch keinen Grund dazu haben oder noch keinen Grund dazu hatten. Und gegen Jigen haben die halt einfach erfahren, so, da wollten die All-Out gehen, das haben die auch kurzzeitig versucht, aber die konnten es halt nicht ausschöpfen, weil Jigen halt einfach so stark war. Und zu dem Punkt komme ich jetzt. Warum gibt es so starke Charaktere? Wie kann es sein, dass jemand über Naruto und Sasuke steht? Die sollten ja unbesiegbar sein, die sind ja Götter so. Aber dass sie Götter sind, ist Bullshit. Das ist einfach nur etwas, was von der Community gesagt wird, weil die halt godlike Kräfte haben. Naruto und Sasuke sind einfach die stärksten Shinobi. Kein Shinobi kann was gegen die machen. Während die Otsutsukis was komplett anderes sind. Das ganze Chakra, was es auf der Welt gibt, so, stammt von einer Chakrafrucht, die Kaguya mal gegessen hat. Das ganze Chakra, was Naruto hat, das ganze Chakra, was der Rest der Welt hat. Das stammt alles ursprünglich aus einer Chakrafrucht. Und die Otsutsukis ernähren sich von den Chakrafrüchten im Normalfall. Also die fressen öfter mehrere, die haben einzelne Planeten zerstört, die haben tausende Planeten wahrscheinlich zerstört und so. Und die ganze Energie davon ausgesogen, um daraus eine Chakrafrucht zu machen, um die zu essen. Noch leichter oder noch krasser kannst du halt keine Energie bekommen. Dazu kommt dann noch das Ganze mit den Jubis. Jigen hat zum Beispiel vieles vom Jubi absorbiert, bevor er gegen Naruto und Sasuke gekämpft hat. Und allein das Chakra vom Jubi zu absorbieren, ist ein riesiger Boost. Wenn man mal bedenkt, was zum Beispiel der Neunschwänzige mit Naruto macht, was ein Teil des Neunschwänzigen mit jedem macht. Naruto musste im Krieg alle nur einmal abklatschen, damit die mehr als das Dreifache ihres Chakras haben. Kakashi hat es bestätigt, dass er so das Dreifache seines Chakras hatte in dem Moment. Und das nur, weil Naruto einmal einen Handschlag gemacht hat und die einen Kyuubi-Code hatten. Und dann muss man noch bedenken, das war die Hälfte vom Kyuubi. Das waren nicht beide Hälften, das war nur eine Hälfte vom Kyuubi. Und der Jubi ist da ja nochmal 20 Level drüber, wie wir es ja gesehen haben. Die konnten gegen den Jubi gar nichts machen im Krieg. Und von dem Jubi wird nicht einfach nur Chakra kommen, was dich ummantelt, sondern du absorbierst es, dass das Chakra in dir drin ist. Das ist ein Powerboost, den man sich kaum vorstellen kann. Vergleich einen Obito, der gegen einen Kakashi verloren hat, mit einem Obito, der den Jubi in sich hatte. Das kann man nicht mehr vergleichen. Deswegen, Otsutsukis haben einfach ein zu großes Tool, um an Kraft zu kommen. Und deswegen ist es nur natürlich, dass sie halt stärker sind. Oder stärker sein können, so. Und was dann auch noch dazu kommt, pure Stärke ist nicht alles. Es kommt auch auf die Fähigkeiten an. Ein Momoshiki, wie gesagt, ist einer der stärksten Charaktere, weil er halt alles auskontern kann. Er kann Ninjutsus, jede Art von Ninjutsus kann er absorbieren und so stark wie er will zurückfeuern. Das ist seine Main-Fähigkeit so, die ihn halt so schwer macht, weil Charaktere wie Naruto, wenn Naruto alleine gegen Momoshiki gekämpft hätte, er hätte keine Ninjutsus machen dürfen. Und wenn wir mal überlegen, wie alle Kämpfe von Naruto aussehen, ja,
Denk mal an einen Kampf ohne einen Rasengan. Denk mal an einen Kampf ohne irgendwas. So, er kann nur Taijutsu gegen Momoshiki machen, so. Und das war halt das Problem von Momoshiki, dass er da halt noch nicht so krass war. So, ne, das ist halt die Sache. Und ein Ishiki zum Beispiel, der sich schrumpfen kann auf Minimalste, dass du ihn mit dem Auge nicht mehr erkennen kannst. Und dadurch dann so schnell wird, dass seine Bewegungen so sind, als ob er sich teleportieren würde. Und er dabei Sachen in eine andere Dimension packt, in der keine Zeit fließt und alles. Da kannst du kaum was gegen machen. Sasuke könnte Indras Pfeil machen, sein stärkstes Jutsu, was er bisher gemacht hat, und das hätte keine Auswirkung, weil Ishiki es einfach schrumpfen könnte und in seiner Dimension aufbewahren könnte. Naruto könnte das krasseste Rasengan ever machen. Selbes Problem. Die könnten alles machen, was sie wollen, aber alles, was sie machen, wird halt weggeschrumpft, außer ihr Körper. Und das ist halt der große Nachteil, den die haben, weshalb die halt nicht all out gehen können, weshalb wir noch keine Szene bekommen haben, in der die all out gehen können, weshalb man sagen kann, dass stärkere Charaktere gibt, warum manche Charaktere gegen andere schwächer aussehen. Und das wollte ich einfach mal alles gesagt haben. Sorry, falls ich hier in dem Video etwas emotionaler wirke oder sowas, aber das sind so Themen, so, da denke ich mir, warum denkt man denn so? Warum denkt man, yo, Naruto und Sasuke sind Götter, niemand kann die besiegen, es ist lächerlich, dass es Charaktere gibt, die besiegen können, es macht gar keinen Sinn, es ist unlogisch, es ist so dumm, es ist so, keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen wollte ich es einfach mal aufklären oder klarer machen, warum es denn der Fall sein kann. So, ich hoffe, es war verständlich für euch, falls nicht, tut es mir leid, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das sollte passen. Danke, dass ihr zugeschaut habt, das war's mit dem Video an der Stelle. Schreibt alles in den Kommentar rein, was ihr dazu sagen habt, vielleicht habt ihr noch irgendwas ergänzen, was ich irgendwie aus lauter Emotionalität nicht mehr im Kopf hatte. Vielleicht habt ihr noch was hinzuzufügen oder so. Schreibt einfach alles rein, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Das war's mit dem Video an der Stelle und ich verabschiede mich mal hinaus wieder mehr.